Viele von euch fragen sich so, ey, Tutti, die ganzen Stories, die du von deinem Vater auf der Bühne erzählst, ist doch frei erfunden. Das hat er so niemals gesagt. Guck mal, folgende Story, wir haben gerade telefoniert. Und bevor ich weiter erzähle, ihr müsst ja wissen, so ungefähr so 2017, 2018 hatte ich einen schönen Witz, den ich über meinen Vater erzählte. Ich war mit meinem Vater auf dem Markt. Müsst ihr einfach mal bitte mal auf YouTube oder einfach mal googeln, Tutti Tran Vater Markt. Dann wisst ihr, worum es geht, okay? Auf jeden Fall kam dieser Wortwitz heute wieder. Wir haben telefoniert und wir haben über meine Ernährung gesprochen, dass ich aktuell sehr viel Fisch esse, dass ich das sehr, sehr mag. Und er natürlich direkt, ohne zu wissen, was ich eigentlich also sagen wollte, ja, fick jeden Tag ein, Mann, fick das gut für dich, bei Gesundheit. Ich sag, ja, Papa, doch, einmal am Tag Fisch. Manchmal esse ich auch zweimal am Tag. Ja, manchmal, du musst auch zweimal fick am Tag. Das, oh, okay, für dich, bei Gesundheit. Aber wirklich, jeden Tag muss Minimum einmal fick. Ja, fick immer gut, fick für deine Gesundheit, für dein Herz, fick. Das auch gut für dein Herd, ja, der Fick, ja, gut, lecker, warme, kalte, Fick, egal, Hauptsache, Fick, okay, Fick. Ich sag, ja, Papa, ich hab's verstanden. Da habe ich ihn gefragt, Papa, was ist denn eigentlich dein Lieblingsfick? Ja, ich liebe alle Fick, Hauptsache, jeden Tag, kleine Fick, ja, manchmal auch große Fick, aber Hauptsache, mit drei und Fick, das gut. Ja, okay, und was magst du? Ja, ich mag auch Lackfick, Thunfick auch. Und Garnelen? Ja, Kanäle auch, Kanäle, okay. Und was noch so? Ja, und Ronaldo Fick? Wie bitte? Ronaldo Fick? Was ist ein Ronaldo Fick? Ronaldo Fick! Also ich weiß, dass Ronaldo so einige Menschen auf dem Platz weggefickt hat, aber was ist ein Ronaldo Fick? Ronaldo Fick! Du hast auch schon Essen, ne? Die Ronaldo Fick! Hab ich? Ja, super, du magst auch die Ronaldo-Fick in der Suppe. Ich sage, was ist denn ein Ronaldo-Fisch? Gibt es einen Fisch, der nach Ronaldo benannt wurde? Und ich habe das irgendwie nicht mit... Ronaldo-Fick! Und dann hat sich herausgestellt, dass er Dorade meint. Er meint Dorade, aber keine Ahnung, wie er von Dorade auf Ronaldo kommt. Ich glaube, der hat irgendwann mal aus Dorade Dorado gemacht. Dorado und dann hat einfach Ronaldo... Leute, was soll ich sagen? Was soll... Ronaldo-Fick!